hier mal ein kleines Update zu der Campanodus Lignibertus Königin, die hier die ja gegründet hat. Wir kommen jetzt auf 18 Arbeiterinnen. Jedenfalls sind gestern 8 Stück zeitgleich geschlüpft. Also nicht wirklich zeitgleich, aber ich glaube innerhalb von einer Stunde sind 8 neue Arbeiterinnen geschlüpft. Was Sinn macht, weil sich diese Larven auch alle ziemlich gleich am gleichen Tag verpuppt haben. Jetzt könnte man sagen, oh mein Gott, die ist sicher gepusht worden oder keine Ahnung was. Nein, ist nicht. Die hat ganz normal gegründet. Aber warum hat dann die so viele Arbeiterinnen? Weil sie es hat. Keine Ahnung. Fangt mal eine wilde, frisch geschwärmte Campanodus Lignibertus Königin. Erstens, die ist riesig. Die ist viel riesiger als die, die man, wenn man sie in einem Shop kauft, mit ersten Eiern oder so. Weil keine Ahnung, wie lange die im Shop herumgeistern oder sowas und keine Ahnung wie was. Wo jedenfalls, wenn die wirklich frisch geschwärmt sind, auf dem Boden landen und ihre Flügel abwerfen, die sind voll dick und fett, also richtig dick und fett. Die haben so einen richtigen, so wie sie jetzt, so einen richtig dicken Hinterteil, wo du oft die Naht siehst. Also die Zwischenhaut siehst du so weiß durchschimmern, weil sie einfach fast am Platzen sind. Und wenn du die dann in eine Kammer setzt und dann eine Zeit lang lässt und dann nach 4-5 Tagen reinschaust, wirst du sehen, so eine Campanodus Lignibertus Königin legt in einem Schub etwa 15 bis 25 Eier. Was meistens passiert ist, dass die Königin halt einen Großteil dieser Eier wieder frisst, bevor die überhaupt schlüpfen. Das hat die aber anscheinend nie gemacht, weil wie ich ja gesagt habe, wo ich dann nachgesehen habe bei der, waren das Unmengen Larven, eine ganze Armee. Und ihr dürft nicht vergessen, wie ich mal bei meinem anderen Video gesagt habe, das sind Tiere. Du kannst nicht diese Campanodus Lignibertus Königin nehmen und dann sagen, ja, alle Campanodus Lignibertus Königinnen müssen 20 Arbeiterinnen bei der Gründung haben. Das geht nicht, Leute. Das geht nicht. Die eine Königin kriegt 7 Arbeiterinnen, die andere 12, wieder eine 13, eine kriegt 25, eine kriegt 30. Wisst ihr, was ich meine? Das kann man am einfachsten machen. Sammelt 10 Glacius Niger Königinnen ein, lasst sie alle einzeln in einer Reagenzklasse gründen. Und schaut dann nach einem Monat rein, wie viele Arbeiterinnen welche Königin hat. Da wird ihr schockiert sein und fasziniert, wie gewalttätige Unterschiede das geben kann. Obwohl alle mit im gleich eingerichteten Reagenzglas, am gleichen Platz, mit der gleich langen Ruhe, der gleichen Wärme und alles gegründet haben. Trotzdem hat dann eine 10 Arbeiterinnen, die nächste 25, eine 18, eine 17... Eine nur 11? Eine nur 5? Das liegt daran, dass einfach jede Königin anders tickt und meistens die weniger Arbeit drinnen hat, legt dann die zweite Fuhr viel mehr Eier als eine, die bereits mehr Arbeit drinnen hat. Die legt dann erst im nächsten Jahr viele Eier. Also das Extremste, was ich mal bei Lasius Niger gehabt habe. 5 Königinnen gegründet, einzeln gegründet. Die eine hatte nach einem Monat fucking 3 Arbeit drinnen und ein Backen Eier, 3 Arbeiterinnen backen Eier und die andere hatte 24 Arbeiterinnen und hatte keine Eier. Dafür 24 Arbeiterinnen. Die hat auch irgendwie erst nochmal einen Monat darauf nochmal angefangen Eier zu legen. Diese Eier, also diese Larven, haben sich dann aber nie verpuppt, sondern sind so in die Winterruhe gegangen. Während die Königin, die nur 3 Arbeiterinnen hatte, kam bis kurz vor der Winterruhe auf etwa 26,
oder 27 Arbeiterinnen und einen Backen Larven, mit dem sie überwintert haben. Wie gesagt, das muss nichts heißen. Und darf nicht vergessen, diese Puppen hier werden jetzt noch schlüpfen. Das sind dann, glaube ich, nochmal 5 oder 6 Arbeiterinnen mehr. Und dann wird sie nochmal Eier legen und diese Eier werden dann nicht mehr zu Arbeiterinnen, sondern werden einfach Larven, die dann die Winterruhe machen. Und jetzt mal ohne Scherz, wenn man jetzt die Größenvergleiche anschaut zwischen der Königin und den Arbeiterinnen, hast du beinahe die gleiche Größe, also vergleichsweise, wie die Lasius Niger Königin und ihre Arbeiterinnen. Das Einzige, was halt der Unterschied ist, ist halt, Caponotus Arbeiterinnen sind etwas länglicher. Zum Beispiel, wisst ihr, was witzig ist? Eine Faidole Palidula-Königin kann beim Gründen leicht auf 40 Arbeiterinnen kommen. Ich hatte in meinen damaligen Videos, habt ihr das hier mal gesehen, eine Sepheformica cunicularia, die hat sage und schreibe bis zur Winterruhe auf 2 Arbeiterinnen geschafft. Und das war's, weil, keine Ahnung, ich bin besondere Königin, ich brauche nur 2 Arbeiterinnen. Die werden natürlich hundertprozentig in der Natur krepiert, weil schlicht und ergreifend diese 2 Arbeiterinnen gehen in der Natur beim Nahrungssuchen ziemlich schnell verloren. Und wenn die 2 Arbeiterinnen weg sind, die Königin hat keine Kraft mehr, nochmal Brut aufzuziehen und die stirbt dann einfach. Diese Arbeiterin ist aber viel größer als diese da. Ja, Leute. Schaut mal eure kleinen Pygmäen an bei den Lasius Niger oder zum Beispiel bei Sepheformica ist das oft so. Da sind die Arbeiterinnen oft, obwohl es alles die ersten Gründungsarbeiterinnen sind, ist auch oft eine oder zwei dabei, die größer ist als der Rest. Denn jetzt kommt etwas, das die meisten von euch nicht wissen und ich weiß, dass ihr es nicht wisst. Eine Ameisenlarve oder Wespenlarve oder Bienenlarve oder Larve im Sinn oder eine Raupe oder eine Käferlarve etc. Dieses Lebewesen wird sich immer zu einem vorgegebenen Zeitpunkt häuten. Wenn sich eine Raupe alle 2 Tage häutet, dann wird sich diese Raupe alle 2 Tage häuten. Egal wie viel und wie wenig sie in dieser Zwischenzeit frisst. Frisst sie mehr, wird sie nach der Häutung größer sein, also sichtlich größer. Frisst sie weniger, wird sie in dieser Zwischenzeit nach der Häutung kleiner sein. Also nicht kleiner als zuvor, aber kleiner, als wenn sie sich vollgefressen hat. Das Ding ist bei Ameisenlarven zum Beispiel, weil wir jetzt bei Ameisen sind, um das etwas simpler zu gestalten, Ameisenlarven verpuppen sich, egal was passiert, nach 8 Tagen. Wird diese Larve in diesen 8 Tagen sehr, sehr viel gefüttert, wird die Larve auch ziemlich groß und wird eine größere Arbeiterin draus. Wird diese Larve in diesen 8 Tagen weniger gefüttert, wird eine kleinere Arbeiterin draus. Die Larve wird aber jetzt nicht stecken bleiben und sagen, ich verpupp mich nicht, nein, ich warte noch 2 Tage und warte, bis ich mehr Futter habe, damit ich größer werden kann. Nein, die verpuppt sich einfach nach diesen 7 Tagen. Manchmal nach 8, es kommt auf die Art an. Manche Larven verpuppen sich auch erst nach 12 Tagen. Und manche verpuppen sich schon nach 4 Tagen und so weiter. Aber das ist egal. Nach dieser in Anführungszeichen vorgegebenen Zeit verpuppt sich die. Und deswegen, gerade bei einer Gründungskönigin, kann es schon mal sein, dass eine Larve ein bisschen bevorzugt wird und dann mehr gefüttert wird als manche andere Larven. Wenn man so eine Königin beobachtet, eine lange Zeit, die macht ja nicht viel, die sitzt den ganzen Tag herum und schaut blöd. Aber wenn man so eine Königin mal beobachtet, wenn sie ihre Brut umsorgt, kann es schon mal sein, dass eine Larve 4-mal zum Fressen bekommen hat und eine Larve, die irgendwo in einem Eck liegt, noch nicht ein einziges Mal zum Fressen bekommen hat. Und das hat dann den Vorteil, dass die eine Larve, die mehr zum Fressen kriegt, sichtlich eine größere Arbeiterin wird. Und der einzige Unterschied, den Pygmäen haben zu den normalen Arbeiterinnen, ist eben, dass sie kleiner und schlanker sind. Was soll ich euch auch was sagen? Wenn ihr jetzt eine größere
Camponodus, Ligniberdus, Camponodus, grundsätzlich Camponodus, oder auch sehr viel Formica-Kolonie hat. Die Kolonie kann schon 7-8 Jahre alt sein und ihr werdet trotzdem Arbeiterinnen dazwischen finden, die kleiner sind oft oder gleich groß sind wie die Pygmäen, die sie am Anfang groß sind. Es passiert eben. Manchmal hast du solche Larven, die irgendwo in der Ecke vergessen werden, die vielleicht in diesen 7 Tagen nur zweimal was zum Fressen bekommen haben und dass dann daraus keine sonderlich große Ameise werden kann. Sollte wohl jedem klar sein. Wenn wir jetzt nach diesem hier gehen, ist dieser hier deutlich größer als die hier. Die ist größer als die hier und die da ist größer als die hier und die ist sichtlich größer als die. Die ist auch, die hier ist auch etwas größer als die. Die sind nie alle gleich groß. Ich hatte auch mal bei meinen Lasius Niger eine Pygmäe dabei. Die war, glaube ich, kleiner als eine normale Arbeiterin, aber fast doppelt so groß wie die normalen Pygmäen, weil, keine Ahnung, die Larve hat wahrscheinlich nur mehr zum Fressen gekriegt. Bei Raupen, wenn man Raupen großzieht, gerade vom Ei weg, kann das extrem sein. Besonders wenn man die Raupen immer nur so sporadisch füttert, also zweimal am Tag Futter gibt, hast du dann oft nach dem dritten Tag zwei, drei Raupen, die viel kleiner sind als der Rest, weil die einfach die halbe Zeit nie was zum Fressen abbekommen. Aber ja, das war's euch erstmal von hier. Bis zum nächsten Mal, ihr Lieben. Bye, bye.